Lieber Volker Kauder, liebe Gerda Hasselfeld, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, aber vor allen Dingen unsere Gäste, pars pro toto für alle Präsidenten der Wirtschaftsverbände, lieber Herr Grillo, liebe Gäste aus der Wirtschaft insgesamt. Ich möchte mit zwei Dankeschöns beginnen. Erstens ein Dankeschön an die Bundestagsfraktion, an die CDU-CSU-Fraktion, an Volker Kauder, an Michael Fuchs, stellvertretend für alle Wirtschaftspolitiker in unserer Fraktion. Denn ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen, heute diese Einladung auszusprechen und nicht nur einen Empfang zu machen mit zwei Reden, sondern vorher eben schon eine sehr, sehr intensive Diskussion vorzuschalten, die, glaube ich, nochmal die Dinge sehr klar gemacht hat, aber auch unsere Bereitschaft zuzuhören und das zu tun, was hilfreich ist für wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplätze. Ein zweiter Dank an all die, die heute als Unternehmer hier sind oder Unternehmerinnen, die Arbeitsplätze schaffen. Die vom Staat geschaffenen Arbeitsplätze sind nicht die, die unseren Wohlstand garantieren, sondern es sind diejenigen, die etwas unternehmen. Daher kommt ja das schöne Wort des Unternehmers. Etwas unternehmen und damit auch Risiken eingehen, immer wieder Neuland beschreiten, sich in einer sehr schnell verändernden Welt zurechtfinden müssen. Und das wird von uns nicht nur anerkannt, sondern es ist uns als Politikern bewusst, dass wir nur Menschen Wohlstand geben können, wenn wir für sie die Rahmenbedingungen so fassen, dass sie auch mit ihrem Engagement Unternehmer sein können. In der vergangenen Woche, und viele von Ihnen waren da, fand die Hannover Messe statt. Und ich glaube, man konnte sehen und hören, Industrie 4.0, Kennzeichen einer industriellen Revolution, die sich in ziemlich massivem Tempo vollzieht. Das hat ja heute bei Ihnen auch in der Diskussion eine Rolle gespielt. Und das Spannende ist, dass wir alle lernen müssen, weil wir da in eine neue Welt hineintauchen. Sie als Unternehmer, wir als Politiker, um auch das Richtige zu entscheiden. Der Entscheidungsbedarf ist groß politisch, sowohl national als auch europaweit, denn viele Dinge können wir nicht alleine machen. Und es sind im Augenblick in der Beratung zwei wichtige Gesetzespakete in Europa. Einmal das, was das digitale Paket ist, was von Günther Oettinger zu verantworten ist als zuständigem Kommissar, wo es um Netzneutralität zum Beispiel geht, ganz wichtig für die zukünftigen Anwendungen, wenn ich zum Beispiel an das fahrerlose Fahren denke. Und zum Zweiten, wo es um die sogenannte Datenschutzgrundverordnung geht, nämlich um die Frage, wie gehen wir im Datenmanagement auch mit Big Data um? Und diese Verordnung hat das Kennzeichen, dass sie dann unmittelbar geltendes Recht sein wird. Da kann man nicht mehr lange verhandeln, sondern die ist dann sozusagen gültig und wird darüber entscheiden, ob wir per Safe Harbor Daten nach Amerika übertragen, dort die Anwendungen gemacht werden und dann von den Bürgerinnen und Bürgern Europas genutzt werden, oder aber ob wir selber in der Lage sind, ein Wettbewerbsfeld zu schaffen, in dem hier auch interessante Anwendungen für das Management von großen Datenmengen stattfinden. Und das wird eine sehr, sehr wichtige Entscheidung für die Zukunft sein. Was uns zu Hause hier anbelangt, so haben die Minister Alexander Dobrindt, Sigmar Gabriel und Thomas de Maizière die digitale Agenda zu verantworten. Wir werden für die notwendigen Infrastrukturinvestitionen sorgen. Wichtig, dass die Versteigerung auf den Weg gebracht werden konnte und dass wir gute Chancen haben, dass das Ziel, was wir uns gesetzt haben, 50 Megabit pro Sekunde für jeden Haushalt in Deutschland im Jahre 2017, dass wir das erreichen können. Wir wissen aber, mit 50 Megabit kann man manches machen, aber große industrielle Anwendungen wird man damit alleine nicht machen können. Das heißt also, das muss natürlich dann auch weitergehen. Die Bundesregierung hat zusammen mit Forschungsinstitutionen und der deutschen Wirtschaft eine Plattform für die Industrie 4.0 vorgestellt. Und ich glaube, es ist auf der Welt klar geworden, wir schlafen nicht, aber es ist auch für uns klar, wir haben noch nicht so die eindeutige Vorreiterposition, wie wir sie als wichtiger Industriestandort haben sollten. Also wir müssen weiterarbeiten. Und natürlich heißt das auch, investieren in die Zukunft.
Der Anteil an den Gesamtinvestitionen der Unternehmen, nein, der Anteil der Investitionen, die durch Unternehmen getätigt werden, liegt im Blick auf alle Investitionen bei 90%. Das heißt also, wenn wir staatliche Investitionen haben, das ist wichtig und da wollen wir uns auch nicht drücken und da sage ich auch gleich noch was dazu. Aber ganz wichtig ist das, was Herr Grillo gesagt hat, das Umfeld für private Investitionen muss stimmen. Im Übrigen ist auch bei den Forschungsausgaben es so, dass 2/3 durch die Wirtschaft geleistet werden und 1/3 durch staatliche Institutionen. Und wir wissen um die Defizite, gerade im Infrastrukturbereich, aber wir können auch mitteilen, nicht nur, dass wir sowieso 7 Milliarden zusätzlich für die Verkehrsinfrastruktur in dieser Legislaturperiode vorgesehen hatten, sondern durch die finanziellen Spielräume konnten wir jetzt nochmal ab 2016 10 Milliarden obendrauf legen. Und wir haben die Kommunen unterstützt. Das darf nicht vergessen werden, denn in den Kommunen findet am meisten statt. Jetzt muss aber auch sichergestellt werden, dass es dann in den investiven Bereich geht und nicht die zusätzlichen Ausgaben weiter im sozialen Bereich sind. Der Wirtschaftsminister hat eine Kommission beauftragt, die sich auch mit den Fragen der Investitionen beschäftigen. Da gab es gestern einen großen Kongress dazu und ich denke, gerade für unsere Infrastrukturinvestitionen wird das noch weitergehende Bedeutung haben. Wolfgang Schäuble hat daran gestern auch teilgenommen. Zentral Energiekosten, da hat Herr Grillo darüber gesprochen. Wir wissen um die Ambition der Energiewende. Wir haben in enger Abstimmung auch mit der deutschen Wirtschaft das Erneuerbare Energiegesetz renoviert und neu gemacht. Wir haben einige Elemente eingeführt, die, so glaube ich, sehr hilfreich sind. Verpflichtende Direktvermarktung, klare Ausbaukorridore für die nächsten Jahre. Wir testen jetzt in einem Pilotvorhaben das Thema, was noch in dieser Legislaturperiode auf uns zukommt, nämlich die Ausschreibung der zukünftigen Investitionen in erneuerbare Energien. Das machen wir, diesen Test, am Beispiel der Photovoltaik. Aber wir haben natürlich, das wird noch ein hartes Stück Arbeit und wir haben jetzt bis zum Sommer entscheidende Dinge zu regeln, die für die Zukunft des Energiemarkts von allergrößter Bedeutung sind. Das sind die Entscheidungen über den Netzausbau im Gleichspannungsbereich. Das sind die Fragen des Strommarktdesigns, Kapazitätsmarkt, ja oder nein und wie muss das aussehen. Das ist die Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und das ist die Frage der Klimaschutzziele, die im Augenblick auch im Kohlebereich zu erheblichen Diskussionen führt. Da will ich ganz deutlich sagen, dass wir natürlich, und das weiß ich auch vom Wirtschaftsminister, uns anschauen, welche Wirkungen hat das, dass man über die Annahmen reden muss, dass die Szenarien gerechnet werden und natürlich gibt es da Diskussionen, die müssen so ausgehen, dass wir auf der einen Seite den Klimaschutz im Auge haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Arbeitsplätze und auch die heimische Rohstoffbasis. Meine Damen und Herren, diese Entscheidungen plus noch die Frage auch, die sich zusammenhängen mit der Entsorgung der Nuklearkapazitäten, wenn die Kernkraftwerke einmal abgeschaltet sind, das alles wird man nur in einer Gesamtschau entscheiden können und deshalb sind die nächsten 2-3 Monate davon großer Bedeutung. Wir haben oft darauf hingewiesen, wir haben keine Steuern erhöht. Das ist für die Berechenbarkeit und für das Vertrauen, das Sie haben können und auch das, was wir im Wahlkampf gesagt haben, wichtig. Jetzt haben wir das Thema Erbschaftssteuer. Mir ist die Brisanz bewusst. Das ist ein Thema, das hat viel mit dem Selbstverständnis zu tun. Kann ich in einem Standort arbeiten, in dem mein Unternehmen auch von Generation zu Generation weitergegeben wird? Es gibt eine intensive Diskussion mit dem Bundesfinanzminister. Wir müssen zum Schluss die Länder überzeugen, dass das okay ist. Aber ich glaube, dass die Bereitschaft besteht, hier eine vernünftige Lösung zu finden. Es ist richtig, es steht nirgends in dem Urteil, Herr Grillo, dass die Erbschaftssteuer sich erhöhen muss. Es steht aber schon drin, dass Bedürftigkeitsprüfungen durchzuführen sind, wenn die Verschonungsregel angewandt wird für Unternehmen und was eine Bedürftigkeitsprüfung in dem Zusammenhang ist, das ist ein weites Feld, das wir politisch zu entscheiden haben und wir sind uns auch einig. Nichts wäre schlimmer, als wenn wir in 3 Jahren wieder vor dem Bundesverfassungsgericht stehen und das Thema Erbschaftssteuer jetzt nicht
auch wirklich fest hinbekommen. Ich kenne die unterschiedlichen Diskussionen über den Mindestlohn. Wir sind in diesen Tagen dabei, in der Koalition zu schauen, wo können wir und müssen wir noch Veränderungen vornehmen. Die Unionsfraktion, das ist kein Geheimnis, hat hier sehr stark auch auf die zum Teil nach unserer Meinung zu hohen Bürokratiekosten hingewiesen. Und wir müssen jetzt sehen, was in der Koalition möglich ist. Ich will hier vor den entscheidenden Sitzungen keine Prognosen abgeben, aber wir haben eine sehr klare Vorstellung in unseren Reihen, was eigentlich verändert werden müsste. Das Thema Bürokratieabbau hat heute gerade bei uns im Kabinett eine Rolle gespielt und ich glaube, die Entscheidung One in, One out ist eine gute Entscheidung, die wir gefällt haben. Ich möchte auch Staatsminister Braun ganz herzlich danken, der in vielerlei Hinsicht hier darauf achtet, zusammen mit dem Normenkontrollrat, den ich natürlich auch danke, dass wir hier auch wirklich vorankommen. Man mag es immer gar nicht sagen, wir haben sie deutlich entlastet seit 2007 durch die Berichts- und Informationspflichten. Aber das ist so ein bisschen, manchmal habe ich auch bei Investitionen den Eindruck, man tut was, aber es ist ein so allgemeiner Befund, dass wir ein recht verregeltes Land sind, dass das auch gar nicht so ins Gewicht fällt. Aber die Methode ist vergleichsweise wissenschaftlich. Sie ist international angewandt. Und deshalb muss ich Ihnen einfach berichten, es ist bei den Informationspflichten weniger geworden. Und das ist ja auch mal eine gute Nachricht. Fachkräftesicherung ist sicherlich ein Thema, das uns in den nächsten Jahren angesichts der Demografie intensiv beschäftigen wird. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch fast 3 Millionen Arbeitslose und dabei einen wachsenden Anteil von Langzeitarbeitslosen. Das heißt, es muss unser politisches Interesse sein, da diese Zahl runterzubringen. Ich glaube, wir haben im Bereich der Alleinerziehenden durch den Ausbau der Kinderbetreuung schon einiges erreicht. Aber wir müssen weitermachen. Und wir müssen jetzt auch aufpassen, dass im Zusammenhang mit der Integration von Asylbewerbern natürlich wir das Fachkräftepotenzial nutzen wollen. Wir haben mit dem Handwerk insbesondere auch darüber gesprochen. Ich bedanke mich auch für alle Bereitschaft, diese Integration durchzuführen. Sie brauchen dafür auch berechenbare Bedingungen. Daran arbeiten wir. Aber wir müssen schauen, wir dürfen den Teil der Langzeitarbeitslosen, die aus Deutschland kommen, nicht vergessen. Denn denken wir immer daran, wir geben nach wie vor 40 Milliarden etwa aus für Hartz IV, für die Grundleistungen, 40 Milliarden. Und allein der Gedanke, man könnte davon einen relevanten Teil in Investitionen stecken, ist ein sehr spannender und interessanter Gedanke. Europa steht besser da als zuvor, ist aber nach meiner festen Überzeugung noch nicht über den Berg. Und die negativen Wirkungen der sehr niedrigen Zinsen und des niedrigen Ölpreises sind natürlich die Gefahr, dass es sein könnte, man reformiert nicht mehr so entschlossen, wie das einige Länder ja gemacht haben. Auf der anderen Seite gibt es Länder, die sehr harte Programme durchlaufen haben, auch ein Stück Spielraum, wenn ich an Spanien denke, an Portugal denke. Und wir können immerhin sagen, Irland ist jetzt der Wachstumsmotor Europas. Und da zeigt sich, was Reformen in der Kombination mit soliden Finanzen auch ausmachen. Und deshalb wird die Bundesregierung hier auch weiter für diesen Kurs werben, obwohl wir international zum Teil erheblichen Druck ausgesetzt sind. Das verfolgen Sie ja auch. International ist das Stichwort für die Freihandelsabkommen. Und wir müssen ja hier vielleicht auch, ich danke Herrn Grillo für seine Worte, kann mich denen anschließen, vielleicht auch ein Stück nochmal den Blick weiten. Wir haben eine Vielzahl von Freihandelsabkommen. Das letzte, was wir, glaube ich, abgeschlossen haben in der Europäischen Union, ist das mit Südkorea gewesen. Es gab so viele Bedenken, gerade auch von der deutschen Wirtschaft, von der Automobilwirtschaft über das Freihandelsabkommen mit Südkorea. Das Ergebnis ist, dass wir sofort nach Inkrafttreten wachsende Exportmöglichkeiten haben. Wir sind in einem weiten Stadium mit dem Freihandelsabkommen mit Indien und der indische Premierminister hat mir versprochen, dass die Gespräche mit der Kommission wieder aufgenommen werden. Wir sind mit Japan im Gespräch. Wäre auch sehr wünschenswert, dass wir das hinbekommen, insbesondere mit dem Blick, wenn die USA mit den asiatischen Partnern jetzt das Freihandelsabkommen abschließen werden und das werden sie machen innerhalb dieses Jahres. Wir haben dem russischen Präsidenten angeboten, dass wir auf längere Frist über Freihandel von Vladivostok bis Lissabon sprechen können. Und da wäre es doch irgendwo
geradezu befremdlich, wenn wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika nun ausgerechnet nicht über ein solches Freihandelsabkommen sprechen würden. Aber das fügt sich ein in eine Vielzahl von solchen Aktivitäten und deshalb liegt natürlich auch der Verdacht nahe, dass es eine Vielzahl von Motivationen gibt, dagegen anzugehen. Wir haben im Übrigen in keinem der Freihandelsabkommen jemals unsere Verbraucherschutzstandards, unsere Umweltstandards irgendwie nivelliert, weil natürlich weiter alle Richtlinien gelten, die wir schon mal abgeschlossen haben innerhalb der Europäischen Union. Und deshalb werden wir hier von der Unionsseite sehr intensiv argumentieren und werben dafür, dass das etwas ist, was Arbeitsplätze sichert, und wir werden der Kommission auch Mut machen, dass sie die Verhandlungen zügig führt. Meine Damen und Herren, der heutige Kongress und der heutige Empfang leistet etwas, was ja in der sozialen Marktwirtschaft ganz wichtig ist. Ludwig Erhard hat von Anfang an diese soziale Marktwirtschaft als ein Projekt auch des Vertrauens angesehen. Wohlstand für alle wurde erlebbar, und legendär ist die Aussage, dass man eben auch immer schauen muss, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer, und dass man mit der Psychologie des halbvollen Glases eigentlich das Glas eher voll kriegt, als wenn man die ganze Zeit darüber redet, dass es halb leer ist. Und deshalb ist das Gespräch zwischen uns so wichtig, und das heißt, die Basis unseres Dialogs muss Vertrauen sein. Vertrauen darin, dass Sie uns sagen, wo der Schuh drückt und wo natürlich dann die Dinge auch irgendwann so sein können, dass man nicht mehr in Deutschland investiert. Und da haben wir Verantwortung. Aber auch Vertrauen in uns, dass wir politisch natürlich die Verantwortung für 80 Millionen Menschen haben und schauen müssen, dass diese Gesellschaft zusammenhält, weil eine zusammenhaltende Gesellschaft wieder für Sie auch eine berechenbare Basis des Arbeitens ist. Und das wird in den nächsten Jahren nicht immer unbedingt einfacher. Die demografische Veränderung, die große Herausforderung an Bildung im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Und deshalb sage ich Ihnen auch von Seiten der Regierung und aller hier anwesenden Regierungskollegen zu, genauso wie Ihnen das die Fraktion heute gemacht hat: Wir wollen diese vertrauensvolle Zusammenarbeit. Danke, dass Sie alle da sind, und jetzt uns allen gute Gespräche. Herzlichen Dank. Applaus